Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte dir heute hier in der Kategorie Ballentechnik hier die Speemer Z224-1 hier vorstellen. Die kostet hier 2750 Euro und 140 Leasing. Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt bei dieser Maschine hier 12 km/h, benötigt eine Leistung hier von 20 PS, entsprechend 15 kW, presst kleine ordentliche handliche Ballen, die kannst du mit der Hand hier verladen oder wenn du einen Hänger hast, was hier diese Autoload hat, was diesen Ballenformat laden tut hier, dann kannst du natürlich mit denen auch laden und den Hänger hinten dranhängen. Das ist ja auch eine coole Sache dann. Habe ich aber leider jetzt keinen da. Ja, was kann man hier noch machen bei unserer Ballenpresse? Wir haben hier Farbwahl der Felgen in Grau oder hier in so einem Beige und komischen Braun, Hellbraun und so. Kannst du sie hier umfärben, wie du möchtest, in die Farben, was zur Verfügung stehen. Dann haben wir hier hinten einmal hier den Aufkleber, was wir hier zufügen, und den Streifen. Nochmal hier das wegmachen. So. Dann haben wir jetzt hier vorne diesen Schutz. Oder hier mit dem Aufkleber wieder. Und das war es eigentlich, was wir hier machen können. Wir haben uns hier die Maschine schon mal groß angeschaut, also ich und hier meinen Zette, meine ich damit. So, wir starten einfach mal. Klappen wir hier aus mit X. Schalten wir mal das normale Licht hier ein, wie wir sehen. So, ganz Licht. Linker. Hier nach vorne her unsere Begrenzungsleuchten. Ja, auf Nacht. Da wäre schon ordentlich hier was gepresst hier. Jetzt denken wir jetzt auf den Pickup. Schalten sie mal ein. So, wieder mal in die Spur kommen. Also Aufnahmefläche, ja, ist ganz gut. Jetzt gehen wir mal Vollgas. Haust dir dann die Ballen hinten raus. Die kippt es dann hier vorne so ab und zu mal je nach Unebenheiten, glaube ich, ein bisschen mal, wie man gesehen hat. Es ist ja halt hinten staut. Das geht so schnell. Aber wie man das sieht hier, kippt die Animation mit dem Partikelsystem und alles da. Mal hier wieder aus. Schauen wir uns jetzt hier die Lok natürlich auch an. Dann sehen wir jetzt hier, also von der Ballenpresse, die Lok hier ist sauber. Ich habe da nur ein Warning noch drin von unserem Start Sound von unserem Drecker. Bin mal gespannt, wann ich ein Update von denen kriege. Ja, wenn euch hier das Video natürlich gefällt, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Hiermit sage ich Servus, grüß euch. Euer Franz.